Ein einsames Waldstück vor den Toren Berlins. Hier auf dem Gelände des Potsdamer Geoforschungszentrums steht das wichtigste deutsche Magnetfeldobservatorium, von dem aus das Erdmagnetfeld permanent überwacht wird. Weltweit gibt es etwa 150 solcher Magnetfeldobservatorien. Sie sind alle miteinander verbunden und tauschen rund um die Uhr ihre aktuellen Messdaten aus und registrieren so jede Veränderung in unserem kosmischen Schutzschild. Und ihre Messungen zeigen, unser Erdmagnetfeld verändert sich gerade massiv. Die Magnetfeldlinien umgeben unseren Planeten in etwa 60.000 Kilometern Abstand wie eine schützende Hülle und lenken zum Beispiel Sonnenstürme von der Erde ab. Sie treten am Südpol aus und am Nordpol wieder in die Erde hinein. Doch die magnetischen Pole verändern gerade ihre Position. Erst vor 200 Jahren wurde der magnetische Nordpol in Kanada entdeckt. Jetzt wandert er plötzlich, legt dabei mehr als 50 Kilometer im Jahr zurück und wird immer schneller. Bis 2040 dürfte er Sibirien erreicht haben. Zeitgleich wird das Erdmagnetfeld immer schwächer. Es gibt auch Regionen, an denen das Magnetfeld besonders stark abnimmt und besonders schwach schon ist. Kann ich auch ein Beispiel dafür zeigen. Das wäre zum Beispiel hier. Das ist die südatlantische Anomalie. Das ist dieses Gebiet, das hier durch diese bräunlichen Linien gekennzeichnet ist. Das zeigt die Magnetfeldstärke an. Hier ist sie besonders schwach. In der südatlantischen Anomalie hat das Magnetfeld in den letzten 100 Jahren fast ein Drittel seiner Stärke verloren. Wenn sich das in Zukunft so fortsetzt, gibt es hier in 200 Jahren gar kein schützendes Magnetfeld mehr. Damit wäre die Region unbewohnbar. Schon heute ist diese Anomalie ein Problem, zum Beispiel für die Besatzung der internationalen Raumstation ISS. Die sammelt die Hälfte ihrer täglichen Strahlendosis innerhalb der 10 Minuten, in der sie das Gebiet der südatlantischen Anomalie überfliegt. Manche Wissenschaftler meinen, diese Anomalie könnte Vorbote eines ganz besonderen Ereignisses sein, einer kompletten Polumkehr. Dabei wird das bestehende Magnetfeld schwächer. Es verliert seine dipolare Ordnung und bildet zusätzliche neue Pole. Wenn es am schwächsten ist, kippt es und magnetischer Nord- und Südpol tauschen ihre Plätze. Eine Polumkehr hat schon mehrmals stattgefunden, sehr, sehr häufig. Es wird sicherlich auch noch eine weitere Polumkehr kommen. Wann eine Polumkehr stattfindet, soweit ist die Wissenschaft noch nicht vorgedrungen, dass sie das vorhersagen kann. In den letzten mehreren Millionen Jahren gab es ungefähr alle 500.000 Jahre eine Polumkehr. Jetzt liegt die letzte Polumkehr jedoch schon 750.000 Jahre hinter uns. Und deswegen wird oft in Kombination damit, dass das Dipolmoment abnimmt, davon gesprochen, dass wir kurz vor einer Polumkehr stehen. Auch neueste Satellitendaten des sogenannten Swarm-Projekts der ESA scheinen dies zu belegen. Das Projekt soll durch Satellitenbeobachtungen Prognosen über die Langzeitentwicklung des Erdmagnetfelds ermöglichen. Seit November 2013 vermessen drei baugleiche Satelliten Stärke, Orientierung und die zeitliche Veränderung des Erdmagnetfeldes. Die wichtigsten Daten, die sie bisher geliefert haben, betreffen die südatlantische Anomalie. Nach ihren Messungen hat sich die Abschwächung dort noch weiter beschleunigt. So, als sei im Erdinnern schon ein neuer Pol entstanden, der das vorhandene Magnetfeld stört. Eigentlich ist es ein ganz typisches Verhalten im Zusammenhang mit einer Feldumkehr. Das bedeutet einfach, dass in gewissen Gebieten im Erdkern schon ein Magnetfeld erzeugt wird, was in entgegengesetzte Richtung zeigt. Und das ist genau das, was im Gebiet der südlichen atlantischen Anomalie passiert. Im Prinzip sind das genau diese Anzeichen für eine Polumkehr, wie man sie erwartet. Vielleicht steht uns eine Polumkehr also schneller bevor, als bisherige Daten vermuten lassen.